Willkommen zur zweiten Folge von Der Pate. Ich habe meine Aufnahmetaste auf dem Ziffernblock, der auf der Plus-Taste. Da scheint da irgendwelche Verrenkungen immer zu machen, denn. Interessant. Ich hoffe, die Musik gibt keine Probleme hier später beim Hochladen. Luca will dich draußen treffen. Ich würde ihn nicht warten lassen. So. Der Problemlöser, Trainingsmission. Die Corleones verlieren mehr und mehr die Kontrolle. Schuld sind geschmierte Polizisten und die Tartaglias, boah, die aus Brooklyn nach Italy greifen. Es wird Zeit zu lernen, was die Welt am Laufen hält. Sergeant Galtosio, oh, ich geb's auf. Korrupter Polizist, der Italy ausbluten lässt. Hey, Kleiner. Gehen wir ein Stück? Naja, ist gerade nicht so viel los. Das mag ich. Macht's einem leichter, seinen Job zu erledigen. Ich verdiene gutes Geld. Ich helfe der Familie. Und ich habe noch meinen Spaß dabei. Aber eine Sache musst du jetzt wissen. Ich würde nie etwas gegen den Partner unternehmen. Don Corleone ist ein Mann, den ich respektiere. Der alte Emilio, der zeigt uns gegenüber doch überhaupt keinen Respekt. Er bezahlt Schutzgelder an die Tartaglias. Dem müssen wir eine Lektion erteilen. So, na dann reden wir. Du musst mit Emilio reden. Sorg dafür, dass die Corleones ihr Geld kriegen. Du weißt, was du zu tun hast? Naja, wie soll ich die Sache regeln? Kommt drauf an. Einigen Leuten muss man nur ein bisschen Respekt beibringen. Einfach mit ihnen reden. Verhandeln wirkt oft Wunder. Alles klar. Und wenn der Typ nicht mitspielt? Dann erinnerst du ihn, was Schutz bedeutet. Erhöhe den Druck, aber geh nicht zu weit. Wenn du einen Mann in die Enge treibst, wird er gefährlich. Kapisch? Erpressen Sie den Fleischer. Lalalala. Ich hätte trotzdem gerne die Übersichtskarte mal langsam. In bestimmten Situationen erscheint unter der Gesundheitszeige einiger Person die Druckanzeige. Steigt diese über den grünen Bereich, macht ihr Gegenüber aus Angst alles, was sie verlangen. Erhöhen sie den Druck durch Drohung oder rohe Gewalt. Färbt sich die Druckanzeige rot, sind sie zu weit gegangen. Er wird sich zur Wehr setzen. Zwei D-Dinger. Auch nicht schlecht. Was machen Sie hier? Wir haben geschlossen. Deswegen ist auch der Laden offen, ne? Luca Brasi schickt mich. Er möchte etwas mit Ihnen besprechen. Heute. Warum sollte ich Sie bezahlen? Einrichtung kaputt machen? Ich fürchte, ich habe was kaputt gemacht. Halt, sind Sie verrückt? Jo. Aufhören, ich zahle. Hören Sie, Emilio, die Gegend. Willkommen zur zweiten Folge von Der Pate. Ich habe meine Aufnahmetaste auf dem Ziffernblock, der auf der Plus-Taste. Da scheint da irgendwelche Verrenkungen immer zu machen, denn. Interessant. Ich hoffe, die Musik gibt keine Probleme hier später beim Hochladen. Luca will dich draußen treffen. Ich würde ihn nicht warten lassen. So.
Der Problemlöser, Trainingsmission. Die Corleones verlieren mehr und mehr die Kontrolle. Schuld sind geschmierte Polizisten und die Tartaglias, die aus Brooklyn nach Italy greifen. Es wird Zeit zu lernen, was die Welt am Laufen hält. Sergeant Galtosio, ich geb's auf. Korrupter Polizist, der Italy ausbluten lässt. Hey, Kleiner. Gehen wir ein Stück? Naja, ist gerade nicht so viel los. Das mag ich. Macht's einem leichter, seinen Job zu erledigen. Ich verdiene gutes Geld. Ich helfe der Familie. Und ich habe noch meinen Spaß dabei. Aber eine Sache musst du jetzt wissen. Ich würde nie etwas gegen den Partner unternehmen. Don Corleone ist ein Mann, den ich respektiere. Der alte Emilio, der zeigt uns gegenüber doch überhaupt keinen Respekt. Er bezahlt Schutzgelder an die Tartaglias. Dem müssen wir eine Lektion erteilen. So, na dann reden wir. Du musst mit Emilio reden. Sorg dafür, dass die Corleones ihr Geld kriegen. Du weißt, was du zu tun hast? Naja, wie soll ich die Sache regeln? Kommt drauf an. Einigen Leuten muss man nur ein bisschen Respekt beibringen. Einfach mit ihnen reden. Verhandeln wirkt oft Wunder. Ist ein Safe? Okay, da brauche ich Dynamit für. Okay, ich habe aber kaum Kohle, Alter. Ach, gut. Hey, das ist mein Revier. Du und dein Freund hier schulden mir Respekt. Okay, okay. Ich will keinen Ärger. Ich hasse Geizhälse. Aber gib mir, was du hast. Vielleicht treffen wir uns ja mal wieder. Wenn sie einen Polizisten schmieren, hält er ihnen ein Wäldchen den Rücken frei. Die grüne Bestechungsanzeige zeigt an, wie lange die Polizei wegschaut. Ich muss meine Frau anrufen. Nein, sowas. Mann, wieso dauert das so lange? Hast du das Geld? Ja. Los, gib schon her. Siehst du, ich hab doch gesagt, dass der Job interessant ist. Hatte ich nicht recht? Ich möchte, dass du einen Freund von mir triffst. Poli Gatto. Zeig ihm das hier. Dann weiß er, dass du ein Freund von mir bist. Ich muss jetzt gehen. Juhu, Respekt, 750 geht 1000 Dollar. Okay, den sollen wir jetzt treffen. Was macht er hier? Willst du mit mir reden? Du musst der Neue sein, von dem alle reden. Willst du dir was dazu verdienen? Hey, klar. Was soll ich machen? Die Tartaglias haben in Little Italy mächtig Druck gemacht. Seitdem bezahlen die Geschäftsleute sie und nicht uns. Rede mit den Geschäftsleuten und zeig ihnen, wem diese Stadt gehört. Okay. Wir haben jetzt einen blauen Balken. Das ist ein bisschen ungünstig, der fast voll ist. Ich brauche einen Job. Versuch's doch bei den Corleones. Warum kommt ihr Typen immer zu mir? Du bist Friseur. Gegen eine geringe Gebühr könnte ich sie beschützen. Das kannst du mit mir nicht machen! Also... Ich bin nur ein Friseur. Haben wir nichts zum Kaputtmachen weiter? Die Mission irritiert, die Musik irritiert mich gerade. Ah! Oh! Oh!
Okay, das reicht. Sie haben hier viele scharfe Klingen. Sehr scharfe Klingen. Sie sind sehr überzeugend. Überredet. Ja. Yeah. Ach, das ist der Respektsbalken. Ich dachte, das wäre der Bullenbalken. Haben wir jetzt wieder eine Fähigkeit? Respektstufe 1. Was bringt mir das? Oh, wir haben auch Dynamit. Wo machen wir das her? Was geht hier ab? Sieht aus wie so eine Kokser-Werkstatt. Der Kerl ist verrückt! Jo. Cool. Jetzt haben wir da eine 3, hä? Okay, ach, Respektstufe. Und wenn wir die höher steigen, dann kriegen wir Punkte. Interessant. Gesundheit, Tempo. Hä? Ach so. Spindler, Ich glaube, das wäre auch ganz wichtig. So. Sie zerstört. Weiß ich immer noch nicht, wie ich die scheiß Karte hier aufrufe. Ich muss mal kurz in die Steuerung gucken. Aufträge N. Ach, eine Karte gibt's ja nicht als extra Dingens. Willst du mich verkackeiern? Pause-Menü, Escape ist klar. Ach, ich bin ja blind. Ich bin ja... Oh. Wo bin ich denn? Da bin ich. Wir hören unsere Stadt. Ich lasse meine Kinder nicht mehr draußen spielen. Der Kerl wird langsam lästig. Ethiker gibt es nicht. Kenne ich sie nicht aus der Zeitung? Alter, du machst die Zeitung. Willst du mich verkackeiern? Ich habe eine Schlagzeile für Sie. Dieser Laden braucht Schutz. Wir verstehen uns. Nein, ich bezahle nicht. Ich mach dich fertig. Ich brauche keinen Schutz. Ich zahle, aber lassen Sie mich los. So. Ich sehe schon die Schlagzeile. Zeitungskiosk abgefackelt. Wir verstehen uns. Sie sind sehr überzeugend. Na gut. Gut. Wir sollten vielleicht mal kurz speichern gehen. Danach telefonieren wir. So. Na, wer ruft da an? Hallo. Hey, warst du schon bei Pauli? Er ist drüben im Falconite Club.
Wow, sehr realistisches Telefonat. Okay, da hätte ich auch zu Fuß hingehen können. Weißt du was? Die haben eine Leiche gefunden. Totengräber, Trainingsmission. Ein Sizianer darf am Hochzeitstag seiner Tochter kein eine Bitte abschlagen und so kommt es, dass Bonaseras Bitte entsprochen und seine Tochter gerecht werden muss. Eieiei. Ich möchte zu Pauli Gatto. Luca. Luca schickt seinen Boten. Bist du Lukas neuer Laufbursche? Ich spiele für niemanden den Laufburschen. Hey, reg dich ab, war nur ein Scherz. Ach, reg du dich mal ab, okay? Also, Luca hat uns schon von dir erzählt. Er will dich nur auf die Palme bringen, Pauli. Stimmt's, Pauli? Hält sich für einen Komiker. Das ist Marty Malone. Er ist kein schöner Anblick, aber... Meine Freunde nennen mich Monk. Schön, dich kennenzulernen. Gleichfalls. Okay, okay, wir sind nicht zum Spaß hier. Los an die Arbeit. Kommt mit, es ist gleich um die Ecke. Die Tochter des Bestatters lag im Krankenhaus. Ein paar Typen haben sie übel zugerichtet. Sollen wir die Kerle umlegen? Nein. Wir haben klare Befehle. Wir sollen sie nur richtig verprügeln. Also bleibt ruhig. Ich zeige euch, was zu tun ist. Mach Luca nicht zum Lügner. Er sagte, es würde dir nicht schwerfallen, diesen beiden Degenerierten eine Lektion zu erteilen. Oh, ist das ein verdammtes Schäferstündchen? Komm schon, wir tun dir nichts. Wir wollen nur nicht, dass wegen dir alles außer Kontrolle gerät. Nein, wir tun dir nicht weh. Wir legen dich um. Wenn du uns verpfeifst, bist du tot. Ja, tot. Ach, komm schon. Wir wollen nur unseren Spaß. Wir sind noch nicht fertig. Du willst es. Was haben wir denn hier für Turteltauben, Pauli? Komm schon. Amüsieren wir uns. Na gut. Die Verprügelung war in der nächsten Folge. Spitz, bedanke mich. Bis dann.